ist Rick Bolter, ich bin 35 Jahre alt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Labor für molekulare Biotechnologie und funktionelle Genomik und habe seit 2 Wochen meinen Masterabschluss im Studiengang Biosystemtechnik Bioinformatik in der Tasche. Ich war vorher 10 Jahre bei der Bundeswehr, war dort Offizier auf Zeit und habe dort zuletzt die Ausbildung mitbegleitet für die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ja, nach 10 Jahren oder nach 12 Jahren läuft die reguläre Dienstzeit aus und man orientiert sich neu oder man bleibt bei der Bundeswehr oder bleibt im öffentlichen Dienst. Und für mich war von vornherein klar, ich fange nochmal von vorne an und studiere das, was ich eigentlich auch vor der Bundeswehr als zweite Wahlmöglichkeit hatte. Meine Ängste vor dem Studium waren gerade im Bereich naturwissenschaftliche Fächer, Mathematik, Physik, Chemie, die zu den Grundlagen gehören. Ob ich das mit einem Abitur, was 10 Jahre zurückliegt, nochmal so wirklich anpacken kann. Aber die Ängste waren für mich, stellte sich heraus, völlig unbegründet. Ich möchte natürlich im Bereich Automatisierungstechnik bleiben, gerade für Molekularbiologie, für die Anwendung in der Molekularbiologie. Und mein Ziel ist es halt, Applikationsspezialist zu werden, also Leute auszubilden, wie sie halt mit technischen Geräten im Labor umgehen können.